Dann geht's weiter und ich sag hallo und willkommen zu unserer. Das ist deine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Schicken ist Waffen. Neu? Vergleichsseite. Dicke Waffe. Ja, genau, dicke Waffeln habe ich. Da gehen wir mal rein. Puh, anstrengendes Kind. Ein anstrengendes Kind. Ich frag mich, wer Lucas umgebracht hat. Wenn du mich fragst, wann ist die PK selbst? Ja, mal gucken, was man da noch kaufen kann. Was laberst du da für einen Scheiß? Diese Idioten haben ihn geliebt. Er hat sie behandelt wie feuchte Scheiße am Boden und sie standen da die und haben sie mit einem Lächeln im Gesicht. Was für kranke Penner macht denn sowas? Wie im Urlaub. Die PK ist überhaupt menschlich. Wenn du einem dieser Roboter ins Gesicht spuckst, hält er es für richtig. Gehst du zu Düstermine? Pass auf, da guckt einer direkt hinter dir. Er hat diese Mischung entwickelt aus Pilzen und den Blättern von irgendeinem Unkraut. Ich glaube, der will dir was aus der Tasche klauen. Ich habe Milchpulver gefunden, in der alten Schule. Ah, ich habe jemanden zu quatschen gefunden. Metallschrank. Was bringt uns das, wenn wir uns kein Wasser leisten können? Kann ich dir helfen? Hoffentlich. Ich suche Arbeit. Oh, tut mir leid. Die Ernte ist schon erledigt. Alles gemahlen und verpackt. Aha. Trotzdem danke. Warte. Hier. Was Süßes, das dich aufheitern wird. Oh, danke schön. Das ist aber lieb. Mama, weißt du nicht, wer das ist? Das ist ein Pilger. Das ist kein Krimineller, Benny. Schau in seine Augen. Siehst du nicht, was ich sehe? Wir müssen Leute mit dem Herzen und den Augen beurteilen. Das nicht aufgrund von Gerüchten oder Anspielungen. Auf Gerüche. Oder ob sie Kondome benutzen oder nicht. Auf Gerüche oder so. Einmal Honig gekriegt. Super. Ah, hier ist auch was zum Quatschen. Ja, das sind die Nebenquests quasi. Ja, das sind wir noch richtig, oder? Jetzt passiert allerdings nichts mehr. Bitte warten, steht da. Jetzt alle da. Alle müssen da sein. Jetzt? Also ich kann nicht mehr mit ihm quatschen. Irgendwie ist ich auch nicht. Auf einmal weg. Boogie Boogie. Ich kann zwar F drücken, aber... Wusstest du, dass ein paar Leute der alten Welt... Ah, hier ist der Tupis. Die Nebenquest haben wir ja schon mal gemacht. Ja, vielleicht kann man... Ich bin Damien. Hi, Damien. Aiden. Hi, du bist neu hier, oder? Nein, ich bin gerade angekommen. Hi, Elton. Macht das einen Unterschied? Ich dachte, ich würde jeden in diesem Loch kennen, aber dich kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade erst in die Stadt gekommen bin. Ehrlich? Wow. Respekt. Ich habe gehört, dass vor den Mauern ein echtes Blutbad stattfindet. Was hat das mit dem Job zu tun? Nichts, mein Freund. Ich will dir nur auf den Zahn fühlen. Und mir gefallen deine Beißerchen bisher. Der Job erfordert aber in erster Linie eine gewisse Diskretion deinerseits. Du wirst für meine Partner arbeiten und was die machen, geht nur sie selbst was an. Mach dich auf den Weg zu meinen Partnern im westlichen Quarry End. Dort erfährst du mehr. Nee. Das ist die gleiche Mission, die wir schon mal gemacht haben. Ich hab nur nicht zugestimmt. Ja. Hast aber auch nicht gesagt, dass du nicht zustimmst. Denk einfach drüber nach. Dann kannst du dich entscheiden. Schnell verdientes Geld. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Und weißt du was? Du hast trotzdem den Nebenquest gekriegt. Du wirkst nervös. Schau, oh, jetzt kommt auf einmal Freund ist wieder die andere Mission. Arbeit gefunden. Noch kein Glück gehabt. Das hat nichts mit Glück zu tun, Junge, sondern mit Charakter. Wie bei dir? Da hat einer Eier. Na gut. Wonach verlangt deine hungrige Seele? Nach Eier? Jemand wie du muss doch eine Menge wissen. Bei aller Bescheidenheit, das stimmt. Vielleicht hat ja ein Vögelchen gezwitschert, was mit Lucas passiert ist? Also, ich habe gehört, dass ein Pilger in die Stadt gekommen ist. Äußerst neugierig, quetscht die Leute aus. Ungemütlicher Kerl,
So ähnlich wie du. Kann bestimmt kein Zufall sein. Kann es sehr wohl. Glaube ich nicht. Weißt du was über Lukas oder nicht? Solche Informationen sind teuer. Kannst du dir nicht leisten. Ich könnte dafür arbeiten. Ah, toll. Super. Schon wieder Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Also hinterlassen Sie Ihre Vita im Sekretariat. Wir melden uns. Jetzt schon wieder. Komm schon, verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Du platzt hier rein, als ob das dein Laden wäre. Du hast echt Mumm für drei. Das ist mein Mann. Oder sollte ich sagen, Pilger? Na gut. Oh. Ich habe vielleicht einen kleinen Auftrag für einen harten Kerl wie dich. Erledige ihn gut. Dann sehen wir weiter. Um was geht's? Nur was Kleines. Ein Typ schuldet mir noch eine Lieferung. Schau, wo er steckt. Hat seit Tagen kein Wort von sich hören lassen. Könnte sein, dass er mir aus dem Weg geht. Normalerweise lässt er mich nicht warten. Das tut niemand. Wer ist der Typ? Hubert. Hubi der Halbaffe, wie wir ihn nennen. Ich kenne ihn. Der Name passt. Finde raus, was dieses Mal mit ihm los ist. Gemacht, gut, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe. Er wohnt im höchsten Haus am Rand von Trinity Court, gegenüber vom Bazaar, an der Horseshoe. Kannst es nicht verfehlen. Ihn zu finden ist eine andere Geschichte. Schaff ich schon. Wenn du da bist, sag ihm das Kennwort Sayonara, damit er weiß, dass ich dich schicke. Kapiert. Mhm. Sayonara, das hört sich nicht gut an, ne? Nein. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingestrengt haben. Manche behaupten, die Abtrünnigen greifen bald an. Doch, finden Sie den Verschollenen die Fahne. Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Was ist er denn? Ich weiß es nicht, weißt du's? Ey, wir müssen den mal aktivieren, oder ist das nicht? Hab ich schon die Mission aktiviert. Ich bin gerade abgelenkt worden von dem hier. Hier ist auch so ein Föhn. Guck mal, ich mir bläste einer jemanden. Oh. Oh, ist die schön von unten. Willst du eingeblasen bekommen? Ich mach Platz. So, jetzt heißt's. Genug der Doppeldeutigkeiten. Echt? Ja, bevor man wieder behauptet, ich würde nur an das eine denken. Ich denke auch manchmal an das andere. Manchmal sogar sehr oft. So. Ich bin runtergekommen. Guck mal, die schnitzte Flöte. Endlich kehre ich zu meiner Leidenschaft zurück. Ja, ich glaube, sie will einblasen. Wie bei der Villa der Music Review, als wir noch einmal werde ich das Leben kosten gespielt haben. Zugegeben, ich stand im Hintergrund, aber die Flöte war dabei sehr wichtig. Wer da? Ach da. Ah, da hinten ist ein Garten. Garten Eden. Du bist nicht sicher, wo die ganzen Waffen hin sind, oder? Die Armee hat sie beschlagnahmt, nachdem ein Verrückter im März 2024 ein paar Leute umgebracht hat. Weiß Gott, wo sie jetzt sind. Pilze. Pilze? Du, da kaufst du Wasser? Ich zahle einen genauso wichtig wie Gemüse. Genau, Gemüse und Pilze. Gibt eine leckere Suppe. So. Das war aber knapp. Wenn einer von uns getötet wird, merken die das kaum. Aber wenn ihr Commander getötet wird, stellen die alles auf den Kopf. Es gab eine Zeit, in der hatten die Menschen nur Bögen, Pfeile und Speere und sie haben dennoch überlebt. Echt? Überleben wir deshalb auch? Man muss aber auch sagen, es gab damals... Wo ist mein?
Bin ich richtig, oder? Ja, weiter hier gerade ausweisen. Die Zipline, die geht nur nach da nach oben. Hier waren noch zwei. Was am Verprügeln? Ja, ja. Ja, typisch für dich. Ich will es noch nicht sterben, sagt er. Hier hinten sind noch mehr zum Töten. Ja, hier unten ist, glaube ich, noch eine Quest. Aber ich verprügel die hier mal. Die verprügeln gerade einen Unschuldigen. Du dummer Hure! Du bist tot! Du hast Schnappt euch den Weg da! Hast du das auch? Da sagen wir mal, ich habe die beiden von etwas befreit, was sie nicht unbedingt brauchen. Okay. Den Kopf. Das sieht komisch aus, wenn du das machst. Konnte nichts finden. Den Kopf. Den Kopf. Ich glaub, der war mir entkommen. So. Wo bist du? Hörst du das? Ich hör's nicht. Hörst du's? Es ist einfach nur falsch. Guten Tag. Du bist Aiden, oder? Ja. Du hast mein Leben gerettet. Ja, gerne. Wie kann ich das wieder gut machen? Hast du gehört? Blowjob. Die Leute sagen, dass die Nightrunner zurück sind. Ich habe meine Kind seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stammzentrums. Ah, ich hab Ziel. Hier okay. Irgendwo muss es sein. Wahrscheinlich hier drinnen, oder? Stopp mal. Hubert, bist du da? Dodger schickt mich. Keiner auf. Einen anderen Weg geben. Was denn? Das ist zeitmäßig kalt. Wer wird da kalt? Aber kurze Hand hier aufgeräumt. Aufgeräumt. Ich habe gar nichts. Auf jeden Fall. Nicht. Ah doch, eine Tür ist hier. Geld und so kann man hier haben. Also ich habe ein bisschen Geld, eine Uhr. Wie war das nochmal? Ah. Das war nix. Was hat denn? Auf die. Hier kann man sich reinbücken. Einfach bücken? Einfach bücken. Oben müssen wir, glaube ich. Wir können auch nach unten. Das auch ganz gut, dann macht er ein bisschen zusätzliches Licht. Ja. Das ist schon mal gut. Die Schränke, die können wir öffnen. Hey, Dosen. Elektrozeug. Ist nichts mehr. Doch, hier sind noch grüne Sachen.
Kühlschrank. Aber ich glaube, da warst du schon, oder? Aber der war bestimmt zu. Hier im Badezimmer sind noch ein paar Sachen. Ah, jetzt stinkt man auch nicht mehr. Ja, wir haben Seife gefunden. Leo. Hier noch mehr Schränke. Sieht aus wie der Raum da drüber. Ja, ne? Haben sich die aber richtig Mühe gegeben, ne? Honig. Ketchup. Auf. Ja, aber irgendwo muss es lang gehen weiter. Ich sehe hier kein Blut und nichts, ne? Nee. Also, sind wir wohl falsch gelaufen. Da bestimmt wieder hoch. Eben habe ich irgendwo was gesehen. Ich auch. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Bis hier sind Stufen gewesen. Ich glaube, die sind besser unter der Taschenlampe, kann das sein? Hier sind wir noch reingekommen, ne? Ja, aber hier waren auf jeden Fall Blutspuren. Ja, dann lass uns noch mal hier rein und dann mal bis ganz oben krabbeln, weil es geht noch höher. Okay. Hallo? Super. Da sitzt einer. Ist er. Schon da? Jetzt ja. Da sitzt einer. Da sitzt er. Da sitzt er. Wie hast du meine Geheimtür gefunden? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Du bist Dodger aber geheim. Mich. Ich frag doch gar nichts. Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? Na gut. Scheiße. Warum nicht gleich so? Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück, wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe. Bin ich hier geliefert, Mann? Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Okay. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Da bleiben wir da. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container. Jedenfalls laut der Gerüchte, die Dodger aufgeschnappt hat. Dort gab's mal ein Militärlager. Wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Was für Vorräte? Bin ich sicher. Aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Was für Vorräte? Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Das müssen wir jetzt rausfinden. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Das ist ja der Knaller. Wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Was ist mit deinem Bein passiert? Wurde von Banditen überfallen, als ich mich dem Ort näherte. Bin gerade noch mal so davongekommen. Wenn du das nicht machst, bringt Dodger mich um.
Okay. Mit der Kopf rasiert. Gut, ich bin bald zurück. Der nächste Danke. Streifen, ne? Damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Aber ich würde auf die Nacht warten, wenn du dahin gehst. Jetzt sind beide Zonen wahrscheinlich randvoll mit Infizierten. Ach, Danke für den Tipp. Das ist doch kein Problem für uns. Wir laufen gerne im Dunkeln. Genau, wir are needed not a hero. Ich weiß selber, wie ich aussehe. Wieso wir hier reingekommen? Ah, es geht einfach durch die Tür wieder raus. Einfach so. Einfach so. Oh, Entschuldigung, wollte nicht ins Essen platzen. Ihr wollt nur euer Essen essen. Das sind zwei Missionen. Die machen wir mal kurz. Komm her, du Blauer. Ich bin raus. Ja, wo kommen die denn alle her? Das ist kein Problem. Hä? Warum heilt er denn nicht? Ah, weil ich keine Heilung anhab. Das klappt mal wieder. Danke. So, hast du den anderen Blauen gekriegt, oder? Ja, der ist weg gewesen. Arschloch. Das ist nicht du, der andere Blaue. Nee, das war nix. Ich kann dich sehen, Arschgesicht, und verschwindet da unten durch den Gang. Echt? Dass der andere blau war? Kann sein. Ich bin hier durch. Ja, scheint er zu sein, der läuft nämlich weg. Wo ist er denn? Auf der anderen Seite von dem Tunnel. Da bist du schon durchgelaufen. Jo. Sind da denn so viele? Weiß nicht. Läuft schon wieder weg. Einen Schlag hat er gekriegt. Er hat's hinter sich. Alles gut. Ich muss nur gucken, wo du bist. Ich wollte durch den Tunnel laufen, aber. Einfach durchlaufen, einfach rennen. Ja, da waren aber auch jede Menge, ne? Der war voll. Ich weiß, ich bin einfach weitergelaufen. Ich muss ja auch noch die Leiche abkassieren und folge mir. Ich hoffe, ich finde sie jetzt noch. Ich brauche noch die Leiche hier. Ne, ich finde sie nicht mehr. Hier war das? Ah ja, dann war der hier zu dem
Kran? Ich mag das nicht, wenn man Leichen flattert. Aber ich glaube schon, die spawnt. Hier war der eigentlich. Wie, war der nicht tot? Was ist der denn drauf? Hier ist irgendwie ein Unterschlupf oder sowas. Ja, 15 Meter, 9 Meter. Gucken dann da rein. Wahrscheinlich vielleicht auch freigeschaltet oder? Hoffe nicht, dass wir schon durchkommen. Hier ist irgendwie ein Schloss dran. Ja, gehen wir weiter Hauptmission machen. Hauptnebenmission. Lagerfeuer. Da hinten müssen wir irgendwie rüber. Hemmstoffbehälter erkannt. Da hinten? Ich glaube, das ist das Ziel hier vorne. Ja. Bin drin. Hier hinten waren noch grüne Sachen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Hämmerchen. Hier liegt ganz viel rum. Ah ja, ich seh's. Da kommst du nicht hin. Oh, Geld. Total nutzvoll. Tiefgarage, da kommst du noch nicht rein. Hemmstoffbehälter erkannt. Ah, Automaten. Kannst du Geld sammeln. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Hier vorne ist eine Tür. Jo. Die Tür geht aber nicht auf. Wahrscheinlich, weil ich hier oben bin. Wir sind auf Pflanzen und sowas. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Das war's hier. Könnte also sein, dass es noch nicht dunkel ist, ne? Ah, doch, geht. Wie geht's dir? Wird vom Geld. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Wir kommen schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch.
Vollidioten. Mir auch so. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen und ein paar UV-Lampen hochzufahren. Gut. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Dort wimmelt's nur so von verdammten Infizierten. Wir haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Und dann ist auch noch eine Wand auf Jonas gestürzt, als wir auf dem Weg nach oben waren. Na, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich aus. Wahrscheinlich ist es das nicht wert, sei denn du willst enden wie ich. Oder noch schlimmer. Ich muss ein Versprechen einlösen. Hier, wenn du es schaffst, nicht drauf zu gehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Zumindest nicht auf demselben Weg. Okay, ja, danke. Ich glaube, sowas kriegen wir aber nicht. Ja, ich glaube auch. Hörst du diesen Lärm da unten? Dieses Heulen? Ja, wie Pfauen, die Halleluja singen. Das müssen Heuler sein. Tja, und ich ende nochmal die Folge und die Mission machen wir morgen in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Dann auf einmal ein Schrei und eine ganze Haut.